Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Heute zeige ich dir eine weitere Hintergrundtechnik oder Stempeltechnik, und zwar ist es die Fox Silk Technik oder Kunstseide Technik, also eine Technik, die am Ende einen textilen Effekt hervorbringt. Ich zeige das mal in die Kamera hoch, dann siehst du das vielleicht. Der Hintergrund so ein bisschen geknittert und sieht aus wie ein Frottage oder wie ein Stoff. Diese Technik zeige ich dir heute. Was brauchst du dafür? Man braucht zuallererst ein Tempotaschentuch oder ein Papiertaschentuch oder ein Kosmetiktuch. Außerdem braucht man unbedingt einen handelsüblichen Klebestift. Das war bei mir die größte Schwierigkeit, aber ich habe dann doch noch einen gefunden. Ein paar Stempelfarben, Stempel und Stempelblöcke, und dann geht es schon los. Zuerst wird das Taschentuch praktisch auseinandergerissen. Ich reiße dafür eine Seite ab, komplett, und kann dann die verschiedenen Lagen nehmen. Dadurch geht das ganz einfach. So viel brauche ich ja nicht von der Größe her. Es soll am Ende auf eine Kartenunterlage passen. Dann nehme ich mir einen Untergrund, lege mir mein Papiertaschentuch hier hin, habe mir Stempel ausgesucht, Stempelfarben in Lindgrün, in Minzmakrone und in Pfauengrün und werde diese beiden Stempelsets verwenden. Das eine ist mit Mehrwert und das andere dieses wunderschöne Hintergrundstempelset. Habe daraus auch schon ausgewählt. Ich werde in Minzmakrone diese Zweige stempeln, diesen Schriftzug hier in dem Lindgrün und die Muschel aus dem Stempelset mit Mehrwert im Pfauengrün. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich stempel direkt auf das Tempotaschentuch. Ich wollte ja eigentlich immer Papiertaschentuch sagen, damit ich keinen Stress mit Werbung kriege. Ich stempel das mal so richtig schön hier, dass das recht flächenfüllend ist. Möglichst nicht so auf die Unterlage. Aber da das alles wasserlösliche Stempelfarbe ist, kann ich das ja am Ende wunderbar abwischen. So, die meisten Flächen sind bedeckt mit dem Hintergrundstempel, mit dieser Schrift. Dann kommt auch schon das Grün. Das nehme ich in der Minzmakrone. Stempel das mal hier so ein bisschen zufällig, wobei das ja nie so richtig zufällig wird bei mir. Jo, das Grün ist auch dabei und das dritte Grün, das Pfauengrün mit der Muschel, wird jetzt überall zwischengestempelt. Ich glaube, das reicht. Stempelkissen mache ich schon mal zu. Da war's, da habe ich reingefasst. Brauche gleich meinen Lappen. Hier ist mein Läppchen. So, der Untergrund steht und jetzt nehme ich mir mein zugeschnittenes Stück flüsterweißen Tonkarton und streiche ihn jetzt komplett mit dem Klebestift ein. Ich verwende so gut wie nie Klebestift, deswegen gab das vorhin erstmal ein Malheur, aber jetzt habe ich geübt. Ich glaube, das wird. Schauen, dass ich gerade an den Kanten alles einstreiche. Soweit vorbereitet. Klebestift schließen. Und jetzt nehme ich mein Papiertaschentuch und knülle das mal so richtig schön zusammen. Ich habe jetzt schon einige Techniken ausprobiert, wie man sieht. Bunte Hände. So, und dann nehme ich es wieder auseinander. Das ist die Vorderseite. Und lege es hier auf mein eingestrichenes Stück Tonkarton. Und vorsichtig vom Untergrund. Hier siehst du mal grob diesen Effekt. Das aussieht wie Textil, zerknittert.
Schnitteroptik, könnte man auch sagen. Ich drehe das Ganze um, nehme eine Schere und schneide das jetzt feinsäuberlich hier außen ab. Dann nehme ich den Tonkarton als Kante und ziehe die Schere da einfach lang. Reinschneiden, ganz wichtig. So, mal schauen, ob alles halbwegs klebt. Ich denke, das ist gut. Jetzt schaue ich, wie meine Karte weiter wird. Und zwar werde ich hier den Tonkarton in Pfauengrün unten drunter legen. Schauen, dass die Schrift richtig rumliegt. Das passt. Und hier habe ich die Karte dann so weitergestaltet, indem ich hier oben nochmal einen Tonkartonstreifen aufgelegt habe mit einer Mattung drunter. Herzlichen Glückwunsch drauf. Und hier die Schleife drum gebunden, den Anhänger dran. Das ist die Stanze zeitloses Etikett. Ich werde das jetzt ein bisschen anders gestalten. Und zwar nehme ich nochmal diesen Streifen in dem Minzmakrone und werde den hier quer rüber binden. Vorher streiche ich das jetzt noch ein und klebe es fest. Aufkleben, ausrichten, andrücken, Schleifenband, wo ich nebeneinander liegt, aber locker wirkt. Ausrichten. Im oberen Drittel mache ich einen Knoten und habe dann zwei Enden übrig. So gefällt mir das ganz gut. Jetzt richte ich das noch so ein bisschen aus, als ob es willkürlich fallen würde. Schneide das Schleifenband ab, schmeiße möglichst nichts runter, nehme eine Karte und klebe das hier drauf. So. Wieder den Rand ausrichten, dass die Mattung überall gleich groß liegt. Dann nehme ich hier ein Stück flüsterweißen Tonkarton und den Stempel in dem Fall mal wieder zum Geburtstag. Stempel ich auf und mache jetzt, nein, lasse noch auf, brauche ich noch Stanze aus. Dass es so einigermaßen eine Form gibt, könnte jetzt und vorausgestanzt in Pfauengrün diese beiden Etiketten, die ich einfach so lege, dass es ein größeres Etikett wirkt, könnte ich jetzt hier drauflegen. Und ich glaube, so mache ich das auch. Dann mache ich mein Stempelkissen doch zu, brauche kein Fingerschwämmchen, hätte ich noch gehabt, brauche ich aber dann gar nicht. Und klebe das hier einfach zusammen. Ich nehme dafür doppelseitiges Abreißklebeband und setze die eine Seite mit Abstand hier drauf. Okay, hätte es gern gerade gehabt, aber das war gerade nicht. Und klebe dann das zweite Etikett
auf der anderen Seite drauf. Und jetzt, dass ich das einigermaßen gerade hinbekomme. Und hier glaube ich hier eine Lochzange, nämlich hier. Stanze hier noch ein Loch rein. Wedel hier mein Bändchen durch. Mache hier nochmal einen Knoten, dass das dann mit Abstand liegt, also einen doppelten. Super, und jetzt kommt die Schleife. Passt auch. Und jetzt nehme ich die Abstandsklebepunkte und setze sie auf die Rückseite. So, dass das Ganze noch einigermaßen stimmig aussieht. Ziehe die Schleife noch mal etwas nach. Und schneide das zweite Ende ab. Und fertig ist meine Karte mit der Stempeltechnik, die ich dir heute gezeigt habe. Es sieht also textil aus. Und das war die Anleitung für diese Stempeltechnik. Ich sehe, da fehlt noch was. Das mache ich jetzt noch ganz schnell. Ein bisschen bling bling. Hat sich immer bewährt. Und das ist es. Jetzt ist die Karte aber wirklich fertig. Drei unterschiedliche Projekte mit der gleichen Technik. Das war's. Falls du Fragen zum heutigen Projekt hast, schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du unter dem Video und natürlich auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.